Hallo und herzlich willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier ein Feierabendbier. Und diese Woche habe ich hier für euch Felskrone Pilsner. Würzig, frisch. Ja, Felskrone, wieder so ein No-Name, beziehungsweise so eine Eigenmarke von einem Getränkemarktkette. Das Ganze hier, letztens war ich einkaufen in Bramsche im Getränkemarkt. Dementsprechend das Ganze hier auch von Getränke Hoffmann GmbH, beziehungsweise für. Gebraut für Getränke Hoffmann GmbH. Warum lese ich das gleich vor? Weil wir natürlich auch hier wieder keine Internetpräsenz haben, wie bei so vielen Hausmarken oder sagen wir mal, Billigheimer Bieren. Und so auch hier. Und ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Ganz genau herauskriegen konnte ich nicht, wer es denn verbricht oder wer es braut. Ob es ein Verbrechen ist, finden wir ja noch erst raus. Die einen reden von DAB, also Dortmunder Aktienbrauerei AG. Aus Dortmund dementsprechend. Andere Stimmen sagen was von einer Berliner Kindl Schultheiß Brauerei, also aus Berlin. Ich kann nur mutmaßen an dieser Stelle, deswegen lasse ich es und ich würde sagen, wir finden einfach raus, wie das Bier schmeckt. Kurz, was hier noch an der Flasche draufsteht, viel ist es nicht. Hinweis: würzig frisch, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ja. Ja, wie gesagt, das hatte ich schon gebraut für Getränke Hoffmann GmbH. Das Ganze aus Groß-Kienitz, da sitzen die 1583. Das würde wiederum für Berlin sprechen, aber oder? Liege ich da falsch mit 1,5? Müsste da eher in die Richtung gehen. Also näher an Berlin als an Dortmund ran. Gut, Bier, Punkt, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt. Wie viel Alkohol haben wir drin? Ach, da steht es ganz klein. Alkoholgehalt 4,8 Volumenprozent. Gut, Felskrone. Dementsprechend hier eine Krone abgebildet mit Premium drauf. Also die ganze Flasche sieht ja eigentlich so ein bisschen typisch Billighammer-mäßig aus. Diese ja, NRW-Flaschenform und ja, die Aufmachung. Im Prinzip, es spricht für sich, finde ich. Aber gut, deswegen muss der Inhalt ja nicht schlecht sein. Das haben wir schon oft gehabt, dass auch billige Biere gut schmecken können. Von daher schreiben wir total und gucken nach, was da drin ist. Lock muss trotzdem sein. Jawohl. Und dann mal rein ins Glas mit dir. So, das ist unsere Felskrone im Glas. Schön goldgelb, wie sich das gehört. Fast eher ein bisschen gelblicher, also ein bisschen mehr ins Strohgelbe hinein. Leicht goldige Note ist aber auf jeden Fall drin. Bläschen steigen angenehm auf. Der Schaum überwiegend feinporig. Obendrauf wirkt er aber eher so, ja. Etwas porös, sage ich mal so. Und ihr seht das, glaube ich, auch, der fällt relativ schnell zusammen, habe ich den Eindruck. Gut, für euch trotzdem noch mal kurz in der Nahansicht. Also ich hoffe, ihr konntet was erkennen. Ja, und dann, wie gesagt, kommen wir zum Geruch. Ja, sehr blumig, sehr süßlich, malzig das Ganze. Also würzig, frisch könnte so hinkommen. Es riecht frisch, es riecht auf jeden Fall Richtung würzig. Ganz dezent, grasig, zitronig, so ein bisschen Hopfen könnte vielleicht mit drin sein, beziehungsweise also Hopfen wird drin sein, aber ich sag mal, so ein bisschen herb könnte es sein, vielleicht. Mal gucken. Also, nützt ja nichts, müssen wir selber rausfinden. Prost! Schon im Antrunk. Schön frisch, schlank und leicht hellmalzig. Schon im Antrunk. Ja. Auch im Mittelteil. Ein bisschen platte Würze fast. Also schmeckt auch, hat auch einen sehr getreidigen und leicht metallischen Abgang. Wird im Abgang so ganz dezent irgendwo ein bisschen herb. Viel ist es nicht. Wirklich hauptsächlich überlegen hier das Würzige. Aber leider, wie so oft bei diesen günstigen Bieren, es schmeckt nicht ganz fertig. Also es schmeckt noch ein bisschen sehr getreidig, sehr malzlastig auf jeden Fall. Also hellmalzig, dann dadurch ja, sehr getreidig auch noch, gerade im Abgang.
hält sich auch noch so ein bisschen sehr lange, finde ich, im Mund. Gepaart mit diesem metallischen Nachgeschmack einfach. Also, ja, es wirkt, wie gesagt, einfach nicht ganz fertig. Dennoch, man kann es auf jeden Fall trinken. Also Prädikat trinkbar, aber schön ist es nicht unbedingt. Ich habe ja definitiv schon schlechtere gehabt, das wisst ihr. Da habe ich das Gesicht verzogen, also freilicher Sonnenschein. Und hier, sagen wir, das kann man trinken, ist keine Wonne, aber sagen wir, wenn nichts anderes da ist, nehme ich das auch. Also damit kann ich kann damit leben, aber empfehlen würde ich euch das jetzt nicht. Von daher von mir keine Empfehlung hier für die Felskrone Pilsner. Wie gesagt, trinkbar, aber kein Hochgenuss. Ja, und damit möchte ich schließen. Das war mein Urteil zur Felskrone Pilsner. Das war es mir und für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, ein Däumchen drauf, dann freue ich mich. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns auch nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Bier und Viel. Bis dahin, danke fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.